Hey Kinder, werft eure Geschichtsbücher weg, denn ich erzähle euch gleich die großartige Geschichte der Stadt, die einige Freunde von mir und ich errichtet haben. In Minecraft. Not sponsored. Da. Nun, alles begann, als ein Freund, nennen wir ihn mal Stein, und ich einen amerikanischen YouTuber entdeckt haben, der einen eigenen Minecraft-Server hatte. Also einfach eine eigene, öffentliche Minecraft-Welt. Und weil wir mal wieder Lust auf Minecraft hatten, sind wir der natürlich beigetreten. Ich glaube, ich muss Minecraft keinem erklären. Hoffe ich. Aber auf jeden Fall war der Server vom YouTuber wie eine normale Minecraft-Welt, nur mit drei Extras, die alles viel interessanter gemacht haben. Erstens gab es die TPA-Funktion, die es Spielern erlaubte, anderen Leuten eine Teleportationsanfrage zu senden. Wenn diese akzeptiert wurde, wurde man zum Empfänger hinteleportiert. Zweitens gab es ein komplettes Geldsystem, bei welchem jeder zu jeder Zeit einen bestimmten Betrag hat und man diesen untereinander gegen Items tauschen kann. Verdienen konnte man es durch verschiedenste Berufe. Und drittens gab es ein ganzes Städtesystem mit Gebieten, die man einnehmen und beschützen konnte, Grundstücke, Steuern, Bündnisse und Außenposten. Also sind wir das allererste Mal auf den Server gegangen. Das erste, was wir sehen, eine riesige Steinlandschaft mit vielen Bergen, Schnee und Leute, die kämpfen. Hey, vielleicht können wir ja mitmachen und kostenlose Sachen abstauben. Okay, am besten lassen wir das lieber. Nachdem noch einige andere Freunde dazugekommen sind, haben wir uns auf den Weg gemacht, den perfekten Ort für unsere Stadt zu finden. Denn unser Hauptziel war es, eine nette Location zu errichten. Wir kletterten auf verschiedenste Berge und fanden, nach gefühlt jahrelangem Wandern, den perfekten Spot. Es war ein Tal, umgeben von sehr hohen Bergen. An der südlichen Seite befand sich ein sehr tiefgelegener Fluss und östlich war ein schöner und großer Wald. Und wie es jeder Minecraft-Spieler tun würde, fingen wir an, Bäume zu verprügeln. Und da es auch Berufe gab, habe ich den Job Holzfäller genommen, weil ich dort pro abgebauten Baumstamm ein wenig Geld bekomme. Und jetzt gib mir dein Geld! Ha, wer hat gesagt, Geld wächst nicht auf Bäumen? Währenddessen sind auch die anderen ihrer Tätigkeit nachgegangen. Linus war am Weizenfarmen, Julius war am Angeln, Stein war am Minen und Andreas war am Monster aufhalten, was uns eine Menge Schwarzpulver gegeben hatte. Diese Kiste haben wir aber besonders gut vergraben, denn damit könnten wir irgendwann Explosionen machen. Außerdem haben wir alle angefangen, für mehrere Nächte unsere eigenen Häuser zu bauen. Ich hatte mein Haus ganz hinten im Tal und war relativ stolz auf das Ergebnis. In der Zwischenzeit haben zwei andere User zufälligerweise unser Dorf entdeckt und sich dazu entschieden, bei uns mitzubauen. Wir hatten auch einen eigenen Hund namens Hund. Da wir aber nicht genug Geld hatten, um eine vom Server anerkannte Stadt zu gründen, war alles, was wir gemeinsam gebaut hatten, öffentliches Gebiet und von jedem editierbar und zugänglich. Eines Tages hat, wie es aussah, irgendein Fremder in der Nacht an unserem Dorf einen riesigen Hollywood-like Schriftzug hinzugefügt, auf welchem stand Chunky. Well, das ist dann wohl unser Dorfname. Jupp, auf jeden Fall. Wir haben an demselben Tag auch eine Kirche und eine Mine eröffnet. Und so neigte sich auch der Minecraft-Tag dem Ende zu. Was war dieses Geräusch? Nein! Wir müssen die aufhalten! Aber wie? Wenn wir gemeinsam attackieren, dann könnten wir... Ihr! Diamantenrüstung? Verdammt! Scheiße! Verdammt! Damit dürfen sie nicht davonkommen. Aaron 1576 und x-felix20. Alles, was wir gemeinsam mit den zwei anderen in ein paar Tagen erbaut haben, war komplett weg. Nur noch ein paar fliegende Steine. Alle Kisten waren auch leer. Selbst die Schwarzpulverkiste, die wir unter zwei Erdblöcken vergraben haben, wurde ausgebuddelt und entleert. Als wüsste die Person,
dass sie genau da war. Das heißt, dass einer der beiden verbotene X-Ray-Sheets verwendet hatte, um die Kiste zu finden. Und beim Rückweg fiel uns aber auch auf, dass unsere Siedlung doch viel zu nah am Spawn war. Und mit der Gefahr, erneut angegriffen zu werden, wollten wir natürlich nicht weiterbauen. Und die zwei anderen hatten auch keine Lust mehr. Deswegen sind wir umgezogen. Diesmal viel weiter weg. Jetzt werden wir uns richtig aufrüsten. Diamanten ohne Ende. Wir haben auch eine neue Dimension betreten. Den Nether. Wir haben auch verzaubert, Tränke gebraut und Meme-Songs auf dem Noteblock gespielt. Und da wir dieses Mal sicher vor Angriffen sein möchten, mussten wir erstmal genug Geld bekommen. Erinnert ihr euch noch an die Jobs, die ich vorhin erwähnt hatte? Nun, beim Farmer-Job bekam man Geld für jedes Stück Weizen, das man platzierte, nicht was man abbaute. So hatte Stein eine Plattform mit Redstone gebaut, auf der man Weizen platzieren konnte und anschließend einen Knopf klicken konnte, der die Fläche sofort wieder leerte. Und diese Methode war extrem effektiv. Nach nur ein paar Minuten hatten wir genug Geld für eine Stadt. Nachdem wir uns weiter verstärkt haben und genug Geld gefarmt haben, wurde ich auch zum reichsten Spieler auf dem gesamten Server. Aber dann haben wir auch gehört, wie andere Leute den Job Reisender mit Minecarts ausgenutzt haben und gebannt wurden. Und da haben wir lieber aufgehört. Aber wir hatten genug Geld und deswegen kamen wir zurück zu unserem ersten Ort und haben offiziell die Stadt Chunky registriert, von der ich der Bürgermeister wurde. Nun waren auch die Grundstücke für Außenstehenden sicher. Wir fingen natürlich erstmal an mit Aufräumarbeiten und dem Neuaufbau der zerstörten Häuser. Das Schild wurde auch erneuert. Außerdem entstand auch ein Supermarkt, ein Tauschhaus und eine öffentliche Farm. Irgendwer auf dem Server meinte auch, er habe ein Endportal gefunden. Und natürlich habe ich ihm eine Teleportationsanfrage gesendet und er hat sie angenommen. Es ist nicht im Besitz einer Stadt. Das ist jetzt unser Land. Wait, what? Naja, wir haben uns dann das Endportal geteilt und ihm hatte es nichts ausgemacht. Glaube ich. Durch Werbung im Chat konnten wir auch eine Menge neue Bewohner anlocken und schöne Grundstücke an ihnen verkaufen und verschenken. Obwohl wir selbst keine richtigen Häuser hatten, haben meine Freunde und ich insgesamt extrem viel verschenkt. Dazu gehören zum Beispiel riesige Spenden, Elytras, teure Schalkerboxen, Grundstücke und sogar ganze Häuser. Ja, richtig. Wir haben random Leuten Teleportationsanfragen gesendet und wenn eine angenommen wurde, haben wir alle anderen hergeholt und in 10 Sekunden organisiert ein kleines Haus gebaut, wo jeder parallel seinen eigenen Part getan hat. Danke? Kein Problem. Das Leben im Dorf lief gut. Alle Bürger waren glücklich und unsere Siedlung wurde so groß, dass sie sich auch auf nebenstehendes Land mit Brücken verbreitet hat. Doch eines Tages sahen wir jemand auf der Online-Liste. Ja, genau. Es war Aaron. Aaron1576. Jungs, der Tag ist gekommen. Und so begann die Operation Rache. Wir haben uns mit unserer Rüstung, mit unseren Tränken und mit genug Goldäpfeln ausgerüstet. Aber um sie zu bekämpfen, mussten wir sie erstmal finden. Und eine Teleportationsanfrage von unserem Namen werden sie sicherlich nicht annehmen. Und deswegen habe ich meinen zweiten Account mit einem Namen wie XVortex benutzt, um sie aufzuspüren. Ich habe so getan, als ob ich so ein normaler Spieler war, der mit denen handelt. Und danach blieb ich so lange bei denen, bis sie die sicheren Mauern ihrer Stadt verließen und die Wildnis betreten haben. Und dann habe ich den anderen Account hergeholt. Hey, ihr da, erinnert ihr euch noch an mich? Oh, du willst dich uns nähern, ganz alleine. Hast du gegen uns beide eh keine Chance. Wer hat gesagt, ich bin alleine?
Ihr werdet jetzt dafür bezahlen. Ah, ihr drei. Eure Items waren schon ziemlich nützlich. Na dann zeigt mal, was ihr drauf habt. Währenddessen hatten die anderen auch ihren Kampf. Endlich konnten wir Rache nehmen, dafür, dass sie unser Dorf komplett zerstört haben. Jetzt sind sie endlich weg vom Server. Oder so. Naja, wenigstens haben wir deren Items. Ab da lief es mit unserer Stadt auch immer und immer besser. Wir haben uns mit einigen Städten zu einer Nation zusammengeschlossen und haben alle Transportwege ausgebaut. Auch haben wir unseren Bewohneranzahl-Hochpunkt erreicht mit vielen Spielern und kreativen Häusern. Wie jemand, der eine Fischerhütte auf seinem Grundstück bauen wollte und dafür den gesamten Teil des Berges entfernt hat. Der Server-Admin hat uns aber gehasst und jedem gesagt, wie schlimm unsere Stadt doch sei, weil unsere Steuern bei 20% lagen und man in seiner Stadt täglich den festen Betrag von 3000 Coins zahlen musste. Und er hat seine Aussage damit begründet, dass man bei 100.000 Coins bei uns ja dann 20.000 Coins täglich zahlen müsste und deswegen unsere Stadt pure Abzocke sei. Aber so funktionieren Steuern hier nicht. Bei uns hat man täglich nur 20% von dem am Tag verdienten Gewinn bezahlt. Und jeder konnte unserer Stadt beitreten, egal wie reich man ist. Außerdem hatten wir auch viele öffentliche Angebote, Subventionen und Giveaways von Items, was das Ganze sogar komplett ausgleicht. Zudem waren auch all unsere Bewohner zufrieden mit den Steuern. Aber weil er der Server-Admin ist und dieser große YouTuber ist, waren alle Außenstehenden natürlich auf seiner Seite. Ab irgendeinem Zeitpunkt hatten wir eigentlich alles. Schöne Häuser, die zweitgrößte Stadt, gutes Equip, Geld und so ging es auch allen anderen. Und so spielten immer weniger Spieler auf dem Server, bis die Welt letztendlich irgendwann schließen musste. Hey, danke, dass du dieses Video bis zum Ende geschaut hast. Lasst einen Abo da und kommentiert. Das hier ist mein bisher längstes und auch aufwendigstes Video und deswegen würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr das Video teilen könntet oder auch liken würdet. Ich mache diese Videos hier komplett alleine und deswegen, ja, fragt nicht, wann das nächste Video kommt.